Traurige Nachrichten für alle Berlin-Tag- und Nacht-Fans. Ein Schock hat die Gemeinschaft erschüttert, denn Alfio de Benedictis, besser bekannt als Fabrizio oder Fernando de la Viga, ist plötzlich verstorben. Nach Jahren der Abwesenheit aus der Reality Soap erreicht uns nun diese traurige Botschaft. Die offizielle Instagram-Seite von BTN hat die Neuigkeit verbreitet und dabei betont, dass Alfio de Benedictis als langjähriger Begleiter in Erinnerung bleibt. Mit großem Entsetzen haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio de Benedictis erfahren. Alfio bleibt uns vor allem durch seine gute Laune und herzliche Art im Gedächtnis, lautet das Statement. Details zu den Umständen seines Todes sind bislang nicht bekannt. Die Kommentare sind bereits gefüllt mit Beileidsbekundungen von zahlreichen Fans. Er war ein Teil meiner Kindheit. Ruhe in Frieden, mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft an alle Angehörigen, schreibt ein zutiefst berührter Fan. Ein anderer äußert sich ebenso schockiert, ich bin genauso geschockt wie viele andere. Möge er in Frieden ruhen. Selbst ehemalige Kollegen wie Jennifer Reilly teilen ihre Trauer, flieg hoch. Auch Influencerin Mrs. Malisa drückt ihr herzliches Beileid aus, oh nein. Mein herzliches Beileid. In Gedanken sind wir gemeinsam mit der Berlin-Tag- und Nacht-Community in dieser schweren Zeit. Lassen wir uns an die positiven Momente erinnern, die Alfio de Benedictis uns in seiner Rolle geschenkt hat. Ruhe in Frieden.